Wenn auch du mit mir gemeinsam über folgende Frage nachdenken möchtest: Was bin ich eigentlich wert? Was bin ich wert im Vergleich zu anderen? Sind andere besser als ich? Oder bin ich besser als andere? Wenn du das mal mit mir so ein bisschen erörtern möchtest, wenn du dem heute ein bisschen Zeit geben möchtest, dann bist du hier richtig in diesem Morning Call. Auf Facebook Live, auf Instagram Live und natürlich auch in den Aufzeichnungen auf den verschiedenen Medien, im Podcast, wenn du das jetzt als Podcast hörst oder als Audiostream, wo auch immer, vielleicht auch im Networker Herzblut Club als Audio. Einen wunderschönen guten Morgen sende ich in die Welt. Sagt man das eigentlich so? Ich sende einen guten Morgen in die Welt? Nee, ne? Ich glaube, jedes Mal habe ich dieses Ding. Ich wünsche dir einen guten Morgen oder einen guten Tag oder einen guten Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer du das abhörst. Denen, die live dabei sind, wünsche ich einen guten Morgen. Wir haben Freitag, den 12. Juli, und wir haben wieder eine ganze Arbeitswoche geschafft. Also noch nicht ganz, ein paar Tage, ein paar Stunden müssen wir noch. Aber der Networker, der wird jetzt sagen: Wie bitte? Geschafft? Die Woche fängt doch jetzt erst an. Weil der Nebenjob des Networkers, der beginnt dann oftmals am Freitagmittag und zieht sich natürlich harmonisch mit dem, was der Networker alles so in sein Leben holt, durch den Freitagabend, den Freitagnachmittag, den Freitagabend, der ganze Samstag, ob es beim Autowaschen ist oder ob es beim Bowling ist oder beim Grillfest oder beim Einkaufen oder Sachen in die Reinigung bringen und wieder abholen, wo auch immer man Menschen kennenlernen kann. Ja, und dann kommt natürlich der tolle Samstagabend, der für viele der sozusagen der größte Topf an neuen Menschen ist, die man kennenlernt. Ja, und der Sonntag. Mal frühstücken gehen, spazieren gehen, mit den Tieren auf die Hundewiese gehen, also mit den Tieren, also nicht mit dem Hamster, sondern mit den Hunden rausgehen. Wer auch immer, wie auch immer. Also macht ein schönes Wochenende draus. Heute reden wir übrigens nicht genug da. Heute reden wir über den Gedanken: Was bist du wert? Wie viel bist du wert? Und tatsächlich habe ich dieses Thema um 20 nach 7 entschieden. Ich hatte mich auf was anderes eingestellt und dann habe ich einen Austausch gehabt mit einer ganz lieben Person. Sie ist jetzt auch wahrscheinlich schon dabei. Ich sehe sie noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie zuschaut. Es ist eine Dame. Und diese Dame arbeitet sehr eng mit mir zusammen und gibt mir die Möglichkeit, ja, ihr den einen oder anderen Hinweis zu geben. Ich nenne das mal, ich will das gar nicht Coaching nennen, sagen wir mal, sie hat mich ausgesucht als jemanden, wo sie genau hinguckt und sagt: Oh, von dem möchte ich was lernen. So, und in diesem Kontext hat sie mir heute Morgen mit sehr viel Herzklopfen und sehr viel, ich weiß nicht, ob ich es tun soll, zumindest hat sie es ausgewirkt, sie hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Und diese Sprachnachricht begann auf eine Art, ungefähr so, dass sie gesagt hat: Ja, ich bin hier schon die ganze Zeit, denke ich nach, und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, du bist ja mein Lehrer, in Anführungsstrichen, und ich weiß nicht, ich würde dir da gerne etwas sagen, und es war, ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich dich kritisiere. Ich hatte eine Frage gestellt in eine Gruppe und habe in einer Gruppe, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, im Herzblut Club habe ich eine Anzeige veröffentlicht oder ich habe die da gezeigt, habe gesagt, wie sollen wir das machen? Und es war nichts weiter als ein Kommentar zu dieser Anzeige. Und es ist ja ein komplett neutrales Feld und ich habe ja gefragt. Und deshalb habe ich zuerst überhaupt nicht verstanden, warum das für sie so schwierig war, mit mir über etwas zu sprechen, was sie an dem, was ich getan habe, nicht gut fand. Es war ja noch nicht mal eine Aktivität von mir, sondern es war ein Versuch. Das ist eine Anzeige und die war da drin. So. Und daraufhin habe ich ihr geschrieben, habe ich ihr etwas gesagt, habe ihr gesagt: Du, das war wunderbar, ich habe ihr danach gefragt und das hat mich veranlasst, hier heute dieses Thema zu wählen. Was bist du wert? Wie viel bist du wert? Und vor allen Dingen, sind andere besser als du? Und wir alle haben Zweifel. Wir zweifeln alle immer wieder an uns. Du glaubst gar nicht, ihr glaubt gar nicht oder du glaubst gar nicht, wie oft in mir das so geht. Ich bin so dermaßen normal wie alle anderen, dass ich mich immer wieder frage: War das gut genug? Gibst du genug Energie rein? Machst du das gut genug? Und dann kommt natürlich sofort der Seitenblick. Wie macht denn der das? Oder wie macht der das denn? Und dann kommt der Blick auf die Vorbilder, auf die Erfolgreichen, wo ich natürlich dann hingucke. Und es ist so, wir werden erzogen, ich habe mal darüber nachgedacht, also ganz kurz natürlich nur, wir werden erzogen mit so einem Nein-Konzept.
Also das Wort, was Kinder wahrscheinlich in den ersten 3 Lebensjahren am allermeisten hören, also sobald ein Kind anfangen kann, sich zu bewegen und zu krabbeln kann und Dinge anfasst und möchte halt irgendwas haben, sagen wir immer wieder, nein, das geht nicht, nein, leg das zurück, nein. Und eigentlich müsste das Kind meinen, das heißt nein. Also ich glaube, es hört öfter Nein als seinen Namen in den ersten Jahren. Und es ist auch gar nicht schlimm, es ist ja auch nicht eine Anklage jetzt an die Welt, sondern wir werden erzogen mit dem Gefühl, dass etwas nicht korrekt ist. Und wir sind ja auch so eine Fehlerkultur, weil wir können ja auch gar nicht immer all die Dinge wahrnehmen, die positiv sind, sondern wir nehmen in der Regel die Dinge wahr, die nicht so gut sind. Und die werden uns gezeigt, weil wenn ich eine Klassenarbeit schreibe und ich mache 2 Rechtschreibfehler, dann werden mir nicht die 400 Wörter genannt, die ich richtig geschrieben habe, sondern es werden natürlich nur diese 2 genannt. Und das kritisiere ich gar nicht, weil ich weiß, dass es wichtig ist, sich auf das zu konzentrieren, was noch nicht funktioniert. Es gibt da einen Mann, von dem ich viel gelernt habe, dessen Namen habe ich leider vergessen, aber der hat was in die Welt gerufen, das nennt sich EKS, Engpass-konzentrierte Strategie. Und da geht es immer darum, dass man sich das anguckt, was gerade nicht funktioniert und immer an den Dingen arbeitet, die so der Engpass sind, ja? Wo du sagst, was ist das Nadelöhr, wo es nicht weitergeht. Wenn du zum Beispiel eine Badewanne hast und du möchtest das Wasser aus der Badewanne laufen lassen, das Nadelöhr der Badewanne ist also das Ventil unten, also der Abfluss. Und da geht halt nur so viel durch. Und wenn du möchtest, dass aus deiner Badewanne mehr Wasser rausfließt, musst du den Abfluss vergrößern. Und das ist so diese engpasskonzentrierte Strategie. Da gucken wir natürlich auch auf die Dinge, die nicht so richtig sind. Als ich jetzt eben dieses Thema entschieden habe, habe ich mich an 2 Dinge erinnert, die bei mir in meinem Leben immer wunderbar funktioniert haben. Und tatsächlich sind die in unser Networker Herzblut Ausbildungskonzept eingeflossen. Und das ist diese hundertprozentige Menschlichkeit, die ich glaube, die unglaublich wichtig ist. Und ich möchte euch dazu oder dir dazu 2 Beispiele erzählen. Meine Familie hat ein Gebäudereinigungsunternehmen. Ein Gebäudereinigungsunternehmen entstanden, weil mein Urgroßvater irgendwann ein Fenster geputzt hat. Der hat Werbeschilder sauber gemacht und Fensterscheiben. Und dann hat sich das weiterentwickelt und irgendwie 1950 haben wir angefangen, auch Reinigungskräfte, das waren meistens Damen, zu beschäftigen, die andere in anderen Firmen die Büros reinigen. Und so hatten wir, als ich dazu kam, als ich dann, weiß ich gar nicht mehr, welchem Jahr das war, ich weiß nur, wie alt ich war 20, als ich dazu kam, hatten wir über knapp 2000 Mitarbeiter, das wurde dann relativ viel schnell mehr. So, und die Aufgabe war, ich hatte relativ schnell eine Führungsverantwortung. Meine Führungsverantwortung bestand darin, dass wir Kunden hatten, sagen wir mal, da ist eine große Versicherungsgesellschaft, in dieser Versicherungsgesellschaft arbeiteten von unserem Unternehmen jeden Abend, sag mal, 15, 20 Damen, die die Aufgaben hatten, die verschiedenen Büros dieser Versicherungsgesellschaft zu reinigen. Dazu gehörten die Sanitärbereiche, also die Toiletten und solche und Umkleidebereiche, wenn die das dort hatten. Dazu gehörten die Treppenhäuser, die Büros, die Kantine, die Aufenthaltsbereiche und so weiter. So, und die Damen sind verteilt halt in dem Haus und das nennt sich für uns ein Objekt. Und wenn ich jetzt als Chef dorthin kommen, also nicht Chef, weil ich der Sohn vom Chef war, sondern ich hatte die Verantwortung für ungefähr 150 Personen, ganz am Anfang schon, weil in unserer Firma oder in dieser Struktur, in der Gebäudereinigung hast du relativ schnell die Verantwortung für einen solchen Kunden. Wenn bei diesem Kunden jetzt 20 Frauen arbeiten, bin ich für diese 20 Frauen natürlich man nennt das Objektleiter, aber in diesem Fall bin ich für sie einfach der Chef kommt. So, und wenn ich diesen Frauen das Gefühl vermitteln möchte, diesen Damen, das waren ja durch mehr oder weniger Zufall Frauen, hin und wieder waren auch mal Ehepaare, wo Mann und Frau zusammengearbeitet haben. So, und die hatten in der Regel nicht die meiste Lust auf diese Arbeit. Die hatten in der Regel, für die war das ein Nebenjob, die mussten dringend Geld verdienen, also haben sie irgendeinen Job angenommen, der angenehm war und reinigen kann halt jeder. Und du merkst, dass ich das Wort Putzen nicht in den Mund nehme. Ich sage immer Reinigungskraft und Damen. Das ist der erste Teil, den ich mir damals angewöhnt habe. Ich bin immer mit einer sehr großen Wertschätzung an diese Tätigkeit herangegangen. Ich habe diese Tätigkeit nie von oben herab bewertet und habe gesagt, das ist doch nur Putzen. Das gibt's bei uns. Bei uns gibt's auch dieses Wort Putzfrau gibt's in der Firma überhaupt nicht. Das sind Reinigungskräfte, Mitarbeiter oder unsere Service-Damen. Also da gibt's unterschiedliche Begriffe, aber niemals benutzen wir dieses ja, so wie man mit Farbigen umgeht, gibt's ja das N-Wort. Und bei uns war es das P-Wort, das es nicht gab. So, was ich dir sagen möchte, ist, wenn ich mich mit diesen Damen getroffen habe, wenn ich dort war, habe ich immer
die Augenhöhe gewahrt, weil jedes Mal, wenn ich mit diesen Damen zu tun hatte, diese Personen waren immer für mich extrem wertvoll. Jede einzelne. Jede einzelne Frau oder jede einzelne Person ist doch ein kompletter, vollständiger Mensch. Und ich habe immer mit den Menschen erstmal mich verbunden auf einer Herzensebene, auf einer inhaltlichen Ebene. Und wenn ich gefragt habe, wie geht es Ihnen, habe ich das gemeint. Das war nicht eine Floskel. Und ich habe kurz zugehört und habe nach dem Mann, den Kindern, nach all dem gefragt, was ich so wusste. Und irgendwann entsteht ja auch eine Bindung. Und dann haben wir über die Funktion gesprochen, die diese Person in unserer Firma hatte. Weil wenn diese Person diese Firma verlässt, hatte die vielleicht eine ganz andere Funktion. Und ich habe ganz erstaunliche Dinge erlebt, denn wir hatten teilweise Mitarbeiter wir hatten viele Mitarbeiter aus dem Ostblock, aus Ostblockländern, die zum Beispiel aus Russland oder aus anderen Ostblockländern kamen oder aus der ehemaligen Sowjetunion. Und ganz häufig waren diese Menschen in ihrem Urberuf sehr, sehr gebildete Menschen. Wir hatten Lehrer dabei, ich hatte Ärzte dabei. Das waren halt nicht irgendwie Taxifahrer oder Reinigungskräfte aus Russland, sondern das waren in Russland ganz andere Menschen. Das heißt, wie kann ich denn überhaupt nur auf den Gedanken kommen, eine Person, die bei uns eine wertvolle Arbeit ausführt, die dazu dient, dass das Unternehmen seinen Job macht, das Unternehmen Geld verdient, das Unternehmen Arbeitsplätze sichert, wo diese Person zu beiträgt, ja, die macht ja in diesem Moment genau das Richtige. Die macht ja die richtigen Dinge und sie macht die Dinge auch noch richtig. Wie kann ich denn hergehen und diese Person abwerten und sagen, ich bin mehr wert als du? Also das Konzept hat insofern funktioniert, dass diese Personen mich immer sehr gern gehabt haben. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich mich groß machen will, sondern ich möchte dir sagen, weil ich andere groß gemacht habe, viel größer, als sie sich selber gesehen haben, weil sie immer gesagt haben, da kommt der Chef. Und ich habe immer gesagt, nein, du bist hier gerade verantwortlich für den Bereich. Ich bin doch nur meine Funktion ist es zu gucken, ob du alles hast, ob du alles weißt, ob du alles richtig machst. Und wenn du das nicht richtig machst, dann werden wir zwei das so lange üben, bis du es richtig machst. Und dieses Auge-Auge, diese Verbindung auf Augenhöhe und diese vielleicht unterschiedliche Ausprägung in der Funktion, in der Kraft, in dem Ausführen. Ja, ich wusste wahrscheinlich viele Dinge besser. Ich wusste Dinge besser, weil ich mehr Erfahrung hatte und weil ich vielleicht auch oder weil ich auch Gebäudereiniger gelernt habe. Und so konnte ich auch mal Hinweise geben, dass sie nicht mit einem sauren Reinigungsmittel auf eine Marmorfliese gehen könnte. Also Toilettenreiniger gehört nicht auf den Marmorboden vom Vorstandssekretariat. Solche Sachen, ja. Und wenn das da drauf kommt, dann entsteht ein großer Schaden. Das heißt also, die Verbindung zwischen den Menschen war wunderbar. Das hat mir sehr, sehr viel Beliebtheit gebracht und es hat dazu geführt, weil unsere Firma so tickt, weil in unserem Unternehmen das grundsätzlich so läuft, dass wir bis heute, wir haben heute über 3000 Mitarbeiter, das Unternehmen gibt es halt noch, ich bin nicht mehr dabei, ich bin nach 13 Jahren, lange war ich dabei, 17 Jahre. Und ich bin mit 38 Jahren, 2003 habe ich mich verabschiedet und habe meine eigene Firma gegründet. Aber ich bin in liebevoller, herzlicher Verbindung zu allem. Es sind auch noch sehr, sehr viele Mitarbeiter da, die ich damals eingestellt und eingearbeitet habe. Ja, und dieses Unternehmen, wir haben heute über 3000 Mitarbeiter. Und ich glaube, dass wir eine ganz, ganz besondere Firmenkultur haben, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Tätigkeit. Und es recht nicht ihn wegen seiner Tätigkeit abwertet. So, das nächste, was ich euch erzählen möchte, das zweite, was gut geklappt hat, ist, ich habe kürzlich ein Interview, ich bin diese Woche in einem Interview gewesen und hat mich jemand gefragt, Markus, es ging in diesem Interview um Potenzialentwicklung. Wie siehst du Potenzial? Und dann habe ich erzählt, ich rede niemals mit deinem Ist. Wenn ich mit dir spreche oder wenn du mit mir in einer, also nicht, wenn ich eine Bäckereiverkäuferin sehe, darum geht es nicht, sondern wenn ich jemanden in meinem Leben habe, der in meinem Leben eine Aufgabe hat, der entweder ein Azubi bei mir ist, der ein Kollege von mir ist, der von mir aus auch Geschäftsführer meiner Firma ist, whatever, ich rede immer mit dem Potenzial, was ich in ihm sehe. Ich rede niemals mit dem Ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz interessante Haltung, die ich dir vielleicht mal empfehlen möchte, wenn du einen Network-Marketing-Partner siehst. Du darfst natürlich nicht zu viel in ihn rein interpretieren, aber wenn du vom Verhalten her bin ich immer hergegangen und habe mich mit der Person unterhalten, die sie sein könnte. Und das ist ein Konzept, was ich sehr gerne bei Azubis angewendet habe. Wir haben damals immer jedes Jahr um die 30 Azubis gehabt und das waren meistens 10 kaufmännische und 20 gewerbliche. Heute sind es, glaube ich, 50 und 15 gewerbliche und 15 kaufmännische und 35 gewerbliche. Also ganz viele Azubis. Und
Das Erste, was ich getan habe, ist, gewerblich und kaufmännisch heißt bei uns, die einen sind im Büro, lernen Bürokaufmann und die anderen sind Gebäudereiniger. Ja? Die lernen Fensterputzen, die lernen Grundreinigung, die lernen mit Maschinen, Bauabschlussreinigung machen, solche Dinge. Das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe die in einen Topf geschmissen und habe sie gesagt, wir gehören alle, ihr seid alle Azubis, egal was ihr lernt. Das hat schon mal die Wertigkeit untereinander oder es hat ausgeschlossen, dass sie sozusagen Rivalität untereinander hatten. So, und dann habe ich ein Team gegründet und das war das A-Team. Das A-Team stand natürlich für Azubi-Team, aber das Wichtige war natürlich, das A-Team hatte diese Analogie. Wir haben uns natürlich alle an diese Fernsehsendung erinnert, an das A-Team mit Hannibal und seiner Zigarre und dem irren Piloten und dem Schwarzen mit den Ketten. Ihr kennt die Sendung vielleicht. Und die waren halt so Rebellen und die waren halt immer irgendwie anders drauf. So, das heißt, wir hatten in unserer Firma das A-Team, das bestand aus allen Azubis. Und ich glaube, die spannendste Sache war, der Chef vom A-Team oder der Ansprechpartner vom A-Team und der Organisator vom A-Team war der Geschäftsführer der Firma, sprich, das war ich. Ich habe also eine ganz natürliche Distanz, die jeder so erwartet hat, zwischen dem Jüngsten in der Firma, dem Azubi, dem, der am allermeisten lernen muss, also sozusagen das unterste Glied in der, wenn man sich mal die Werthaltigkeit in einer Firma anguckt, nicht menschlich, sondern von der Produktivität her, ist ja der Azubi der geringste Wertbringer, weil der ja überhaupt nichts weiß. Der fängt ja gerade erst an, der weiß ja noch nicht mal, wo das Kopierpapier liegt. Ja, dem musst du alles beibringen. Und der Chef ist ja gefühlt in der Produktivität der Höchste, weil wenn die Firma 20 Millionen Umsatz macht, dann ist der Chef verantwortlich für 20 Millionen Umsatz. So, diese Spanne, diesen Gap, also das habe ich insofern überbrückt, indem ich gesagt habe, wir machen was miteinander. Und ich habe so eine Nähe zu den Azubis hergestellt, dass die sich unglaublich motiviert fühlten. Ich hatte sozusagen mit den Azubis auch meine kleinen Informanten. Ich wusste halt immer, was in welcher Abteilung los war. Weil wenn jemand gerade in der Verkaufsabteilung war oder jemand war gerade im Lager und ich habe mit dem bei einer Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben, gesprochen, hey, wie läuft's denn? Sagte, boah, ist total komisch im Lager. Die machen das so und so und so. Und ich konnte immer dann direkt eingreifen, weil ich gemerkt habe, da läuft was nicht rund. Das war für mich auch noch so ein wunderbares Führungstool. Und es war sehr harmonisch für alle. Und jetzt kommt das, was ich dir eigentlich erzählen möchte. Wir hatten einen großen Auftrag. Und dieser große Auftrag, da ging es darum, an einem Tag 53 Krankenhausgebäude. Wir haben einen Auftrag übernommen, wir mussten ein neues Krankenhaus reinigen. Und da war halt eine andere Reinigungsfirma drin. Wir haben den neuen Auftrag gewonnen und an einem Tag war die Übergabe. Aber die alte Firma musste natürlich noch, im Krankenhausbetrieb läuft ja immer, alles fertig machen bis zum... Die hatten morgens um 4 Uhr mussten die ihre Putzkammern räumen. Also da, wo alles drinsteht, was man braucht, um sozusagen die Reinigung auf einer Krankenstation zu machen. Und wir durften um 6 Uhr rein, damit wir dann anfangen konnten, von 6 bis 8 die Stationen zu reinigen. So, das heißt, wir hatten ein 2-Stunden-Fenster, in dem wir 53 Gebäude mit, ich weiß nicht, glaube ich, 400 Mitarbeitern einrichten konnten. Das musste bam, so klappen. Und wir hatten das halt noch nie gemacht. Ich meine, wie oft machst du schon so einen Auftrag, dass du 53 Gebäude innerhalb von einem 2-Stunden-Fenster wechselst? So, und da hatte ich, zu dieser Zeit habe ich 10 Azubis gehabt, 10 kaufmännische Azubis. Und diesen 10 Azubis habe ich so viel Verantwortung gegeben. Wir hatten zum Beispiel so eine Springerzentrale. Springer heißt, das waren so Sonderkräfte, die wir dann einsetzen wollten, spontan, wenn irgendwo ein Ausfall war. Und da musste ein Büroraum, da mussten so 200 Quadratmeter Büro mussten eingerichtet werden, dass das eine Springerzentrale werden konnte. Und ich hatte 4 Azubis und ich habe gesagt, so, folgende Aufgabe für euch, ihr richtet diese Zentrale ein, diese Springerzentrale ein. Und die so, wie jetzt? Was sollen wir denn machen? Ich sage, weiß ich nicht. Mach einfach. Macht einen Plan, kommt in 2 Tagen wieder, sagt mir, was ihr geplant habt und dann gebe ich euch ein Budget und dann könnt ihr Stühle mieten, Absperrband und alles Mögliche euch mieten, kaufen und dann macht ihr das. Und die waren geschockt vor Verantwortung. Die waren so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sollen das tun. Und das hat die dann sind die raus und die guckten sich halt an, die wussten überhaupt nicht, der Chef hat gerade gesagt, wir sollen das machen. Und die wussten ja alle um die Bedeutung. Und das Spannende ist, dass sie eine hervorragende Arbeit gemacht haben. Die war ohne Worte, ich habe sowas noch nie erlebt, so viel Verantwortung, so viel Mitdenken, so viel Einbringen. Und von diesen Azubis, also das Team war ja größer, hatten 10 Stück, aber ich sag mal, in der Hauptverantwortung waren 6. Und von diesen 6 Azubis sind heute noch, also alle sind noch bei uns, nee, ist nicht wahr, einen musste ich entlassen, von den 6 sind 5 noch bei uns beschäftigt. Und 4 davon sind in leitenden Funktionen und sind seit über 20 Jahren bei der Firma.
So, und wenn ich sie heute treffe, ich habe eine davon, eine Dame, eine, die ich sehr, sehr gerne mag, also ich mag sie alle gerne, aber sie war halt einfach irgendwie immer nah bei mir und die ist heute als Frau Leiterin unserer technischen Abteilung, nachdem sie jahrelang Sekretärin war als technisch, in der technischen Abteilung. Und sie sagt immer, wenn wir uns auf einer Weihnachtsfeier so sehen, sagt sie, Herr Schulten, dass Sie uns damals diese Verantwortung gegeben haben, hat uns so geprägt, uns alle, die da waren. So, und ich erzähle dir das alles, weil ich möchte, dass du mal dieses Konzept prüfst. Könntest du dir vorstellen, dass du auch Menschen nach ihrem Potenzial beurteilst? Dass du Menschen anschaust und sagst, was hat der für eine Kraft? Und wenn du es bei anderen Menschen tust, dann kannst du es ja auch bei dir selber tun. Du kannst ja auch dich selber mal fragen, habe ich das Potenzial, zu einer Führungskraft zu wachsen, die ein Team von 300, 400, 500 Leuten unter sich hat? Geht das? Ich glaube, das geht. Und ich habe mal auf einem Seminar gelernt, stelle Menschen nicht auf einen Sockel. Weil in dem Moment, wo du Menschen auf einen Sockel stellst, machst du sie größer als dich. Du guckst zu ihnen auf. Aber das Dumme ist, dass du halt immer nur zu einem Aspekt aufschaust, den du bei dir selber als nicht gut ausgebildet oder als noch nicht gut ausgebildet ansiehst. Wenn ich zum Beispiel, was hast du für Vorbilder, Markus, hat man mich gefragt. Ich habe damals gesagt, Steve Jobs, Richard Branson, wer war es damals noch? Weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal, Steve Jobs und Richard Branson fallen mir gerade ein. Steve Jobs ist der Gründer von Apple. Den fand ich halt einfach großartig, weil Steve Jobs etwas richtig Tolles entwickelt hat. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn ich den jetzt auf den Sockel stelle, da mache ich doch eigentlich einen Fehler. Erstmal mache ich mich kleiner, weil ich glaube, dass ich manche Dinge in dem Leben von diesen Azubis ausgelöst habe, die vielleicht genauso wertvoll waren wie für die Angestellten bei Apple. Weil, dass ich jetzt ein iPhone benutze, ist zwar angenehm, aber das ist ja nicht unbedingt die Weltveränderung für mich. Aber dass dieser Mann diese Kreativität und diese Chance hatte, so Dinge so zu reduzieren, diese Markenbotschaft so zu transportieren, ist eine Sache. Aber wie der Mensch als Mensch war, wie der sich seiner Frau, seinen Kindern gegenüber verhalten hat, wie er sich seinen Mitarbeitern gegenüber verhalten hat, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und wir wissen ja inzwischen, dass er relativ ein Despot war und auch ein sehr schwieriger Mensch im Umgang war. Das Gleiche ist mit Richard Branson. Ich liebe diesen Mann, weil ich weiß, wie er sich einbringt in die Welt. Er hat über 400 Firmen, ist von der Queen zum Ritter geadelt worden, ist also ein Engländer, hat die Firma Virgin gegründet und ist halt so ein Freigeist. Ja, der sitzt in der Fluggesellschaft und merkt, dass eigentlich keine Fluggesellschaft, mit der er fliegt, den Service bietet, wie er ihn sich wünscht. Und er geht her und kauft ein Flugzeug, macht daraus Virgin Air und macht daraus Transatlantikflüge. Und auf einmal gewinnt sein eines Flugzeug, seine Gesellschaft gewinnt jeden Servicepreis, weil er auf einmal einen Service gebaut hat, wie er ihn will. Und genau so ticke ich ebenfalls. Und deshalb habe ich mir eine Network-Marketing-Ausbildung gebaut, wie ich sie will. Ja, weil ich sage, die braucht man. Ich bin so für mich so mein Richard Branson. Das ist mein Ansatz. Aber ich kann doch jetzt nicht hergehen und Richard Branson auf den Sockel stellen und sagen, das ist der Übermann. Ich weiß doch nicht, wie der drauf ist. Ich weiß noch nicht mal, ob der gepflegt ist. Ich weiß noch nicht mal, wie der mit seiner Frau umgeht. Ich weiß nicht, wie der mit seinen Kindern umgeht. Ich weiß nicht, ob der Manieren hat. Ich weiß gar nichts von dem Mann. Und das meine ich damit, dass wir eigentlich keinen Menschen wertvoller machen sollten als uns selber. Aber wir können uns natürlich Teilaspekte angucken. Ich denke oft, wenn ich an Werbung denke, wenn ich Werbung mache, wie würde jetzt Apple kommunizieren? Oder was würde Google tun? Oder was würde Richard Branson tun? Was würde Richard Branson in so einer Situation tun, in der ich gerade stecke? Und was ich kürzlich gelernt habe, das hat mich sehr beeinflusst. Ich habe kürzlich was, ich weiß gar nicht, gelesen oder gehört. Und da habe ich folgenden Satz gehört. Und der hat mein Leben nochmal ganz gewaltig verändert und mich liebevoller werden lassen und entspannter werden lassen. Weil in diesem Satz habe ich gelernt, Menschen handeln immer in ihrer besten Option. So, war am Anfang so, hä? Also das heißt, Menschen tun immer das Beste. Menschen geben immer alles. Menschen tun immer das Beste, was sie können. So, und wenn ich jetzt jemanden habe, wenn mir jemand gegenübersteht und er macht halt einfach die Dinge nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann macht er das nicht, weil er mich ärgern will. Der macht das nicht, weil er, der macht das deshalb nicht, weil er das nicht kann. Weil er es entweder nicht verstanden hat, weil er vielleicht es auch nicht einsieht, weil er sagt, es gibt doch einen besseren Weg, kann ja auch sein.
Aber er gibt erstmal für sich sein Bestes, weil der Mensch kann überhaupt nicht, es sei denn, er hat einen anderen Plan. Aber in der Regel macht der Mensch immer das Beste, was er kann. Und als ich das verstanden habe, wurde mir nochmal klar, dass jeder gleich viel wert ist, aber nicht jeder gleich viel kann. Und jetzt passiert im Network Marketing etwas, was ich oft erlebe. Das ist, dass wir uns ich stelle mich mal mit in die gleiche Gruppe. Wir erheben uns über andere und sagen, dass der das nicht kapiert. Boah, der muss doch kapieren, dass er mit diesem Job, den er da hat, nicht die Rente bezahlen kann, die er gerne hätte. Wer spricht denn da? Da spricht doch nicht der wertvollere Mensch zu einem weniger wertvollen Mensch, sondern es spricht eine gewisse Arroganz aus dir oder aus mir, die da sagt, ich hab's kapiert, du musst es doch jetzt auch langsam mal kapieren. Nee, muss der gar nicht. Weil wir wissen nicht, was der für Rahmenbedingungen hat. Wir wissen nicht, was der für einen Geist hat. Wir wissen nicht, was der für Glaubenssätze hat. Wir wissen nicht, was der für Ängste hat. Wir wissen überhaupt nichts über ihn. Nur weil wir wussten ja vielleicht ein oder anderthalb Jahre vorher auch noch gar nicht, dass es diese Geschäftsmöglichkeit Network Marketing gibt. Auch wir mussten uns dahin arbeiten. Es gab eine Zeit, da wusste ich nicht, dass es Produkt A, B, C, D, E gibt. Ich meine gar nicht Network Marketing, ich meine normal. Nur weil ich heute kochen kann, heißt das doch nicht, dass ich von meiner 9-jährigen Tochter, die ich nicht habe, also die ist inzwischen älter, aber ich darf doch nicht von meinem Kind erwarten, dass er das auch kann. Jeder Mensch muss doch eine Chance haben, an die Dinge herangeführt zu werden. So, jetzt kommt der Bogen zum Network Marketing. So, was ist der Grund, warum ich dir das alles heute erzähle? Ich glaube, wir dürfen demütig sein, wenn wir Network Marketing kennengelernt haben. Es ist in meinen Augen eines der spannendsten, interessantesten, wenn nicht sogar das spannendste und das interessanteste Geschäftsmodell für jedermann. Ein Geschäftsmodell wie dieses, ich kenne kein zweites, wo man mit Fleiß, mit absoluter Sicherheit alles, was man lernen muss, dass man dieses Geschäft zu 100% skalieren und aufbauen kann, wenn man denn durchhält. Und dass es überhaupt keinen Grund dafür gibt, es nicht zu tun, außer in dir selber Dinge schlummern, die du nicht kannst. Du hast die Möglichkeit, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und du hast die Möglichkeit, das zu tun. Wenn du diese Demut hast, das zu tun, ist doch eigentlich die Aufgabe von uns eine ganz andere. Die Aufgabe ist es doch, das in die Welt zu bringen, was wir schon wissen. Und ich möchte noch einmal zurückspringen zu Steve Jobs und seiner großartigen Arbeit oder zu einem Richard Branson und seiner großartigen Arbeit. Wisst ihr, was ich genauso wertvoll finde, ist die vielen Krankenschwestern, die vielen Pflegekräfte, die mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Herz, mit allem, was sie haben, genauso fleißig, kreativ, produktiv sind wie Steve Jobs. Nur das sieht halt keiner. Ja, die ein Lächeln auf das Gesicht von Pflegepatienten bringen, die kranken Patienten in der Onkologie oder wo auch immer, wo es wirklich schlimm ist, den Tag erleichtern oder mal eine Hand, eine Berührung schenken oder was auch immer, die so viel einbringen. Und die sind ja nicht weniger wert als ein Steve Jobs, nur weil der durch seine Technik und durch das, was er gemacht hat, ins Rampenlicht gekommen ist. Und wir alle, wir im Network Marketing haben die Chance, Großartigkeit in die Welt zu tragen. Und wenn wir an uns glauben, wenn jeder für sich sagt, ich bin zu 100% wertvoll, auch wenn ich das noch nicht kann, aber ich habe etwas gefunden, oh Gott, wie großartig ist das, ich habe etwas gefunden, wo alles, was ich brauche für meinen Erfolg, von mir zu lernen ist. Alles. Es gibt nichts, was im Weg steht, weil ich kann meine Persönlichkeit entwickeln, ich kann mein unternehmerisches Denken entwickeln, ich kann meine Kommunikation entwickeln, ich kann meine Verkaufsskills entwickeln, ich kann meine Kontaktfreudigkeit entwickeln, ich kann meine Zielfindung entwickeln, ich kann mich mit Social Media beschäftigen und das, was man im Network Marketing kennen muss, kann ich auch noch alles erlernen. Diese 8 Dinge kann ich alle erlernen, da steht nichts im Weg. Ich habe es gefunden, ich habe einen Schatz gefunden und das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich diesen Schatz polieren muss. Ich muss die Goldstücke, nehme ich mal das Beispiel, nehmen, sauber machen, damit man sie als Goldstücke erkennt. Ich muss mich weiterbilden. Ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss 2 Jahre investieren. Ich muss 2 Jahre nehmen, um die Version zu sein, die in der Lage ist, damit ein passives Einkommen zu verdienen.
Ich muss mich ja auch dahin entwickeln, dass ich mir das überhaupt zutraue. Die meisten Menschen trauen überhaupt sich nicht. Wenn du die Menschen fragst, könntest du dir vorstellen, das Fünffache von dem zu verdienen, was du heute verdienst? Da sagen die meisten Menschen, das Fünffache im Leben nicht, das bin ich niemals wert. Das heißt, du musst erstmal deine Wertwahrnehmung dahin entwickeln. Und das ist alles möglich mit diesem wunderbaren Geschäft Network Marketing und natürlich in Verbindung mit einer wunderbaren Ausbildung, die wir dir gerne anbieten, wo wir glauben, dass die ganz, ganz wertvoll für dich sein kann, weil wir diese eben genannten 8 Bereiche kombiniert haben, weil wir dich begleiten und weil wir solche Dinge machen wie jetzt. Mein Gott, warum hören hier an einem Freitagmorgen so viele Menschen zu oder du in dem Podcast jetzt? Da gibt es ja einen Grund für. Also muss ja diese Botschaft irgendwie ankommen. Also was ist die Botschaft jetzt von allem? Du hast was Wunderbares kennengelernt. Du bist ein wunderbarer Mensch. Schau auch du auf dein Potenzial und nicht auf dein Ist. Schau auf dein Potenzial und entwickle dein Potenzial. Sei nicht ungeduldig. Bitte, bitte, bitte. Nimm dir 2 Jahre Zeit für diese Ausbildung und behandle alle Menschen, die du triffst, mit Liebe. Wisse, dass alle Menschen immer ihr Bestes geben. Sei geduldig geduldig. Das ist es, glaube ich, das richtige Wort. Geduldig und geduldsam, wollte ich sagen. Und lasse sie sich entwickeln und gebe ihnen genau die Informationen, die sie brauchen, die du schon hast. Und wenn das alles in Liebe, in Harmonie, mit Zwischenmenschlichkeit passiert und wir nicht darauf streben, ich will 1 Million verdienen, sondern wenn du hergehst und sagst, hey, ich will mal stabil 400-500 € im Monat zusätzlich verdienen, weil das hat eine große Wirkung auf meine Familie. Das hat eine Wirkung auf alles. Wenn du das anstrebst, dann solltest du dir vielleicht mal den herzblut.link/club angucken, wo wir dir eine 2-jährige Ausbildung anbieten, wo wir mit dir genau das alles tun, machen und dich in diese Richtung führen. So, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir, wenn du nicht am Wochenende das jetzt abhörst, natürlich einen schönen Tag, dass es weitergeht, dass du gut schläfst, einen guten Tag hast, eine gute Mittagspause hast, guten Nachmittag hast, wann auch immer du es hörst. Ich freue mich, dass du es dir angehört hast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und jetzt teile diesen Beitrag, schicke ihn an die Menschen, die ihn gebrauchen können. Und schau mal, wer dadurch in seinem Potenzial gefördert wird, wenn er das sich anhören darf, kann, tut. Liebe Grüße, ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder spätestens am Montagmorgen. Vielleicht habe ich ja zwischendurch noch Lust, mal schauen. Aber Montagmorgen geht es mit Sicherheit weiter um 7:30. Liebe Grüße, bis dann. Tschüss, ihr Lieben.